Ja, hallo, schon wieder ein Video zum Thema Liebe, liebevoll miteinander umgehen, liebevoll mit dir selber umgehen. Und da möchte ich immer wieder ansetzen, dass du bitte an dich denkst, möglichst morgens früh dir diese Zeit nimmst für dich, damit die anderen auch was davon haben, weil du nämlich dann ja frisch aufgeladen bist, du spürst die Energie, du spürst wirklich die Verbindung, indem du dich darauf konzentrierst, dich zu lieben. Ja, da spielt eben natürlich auch die Dankbarkeitsmöglichkeit hinein. Inwieweit kann ich dankbar sein für das, was ich da morgens früh im Spiegel sehe? Kann ich sagen, ich liebe mich? Kommen da Kommentare im Kopf? Sei dir gewiss, diese Kommentare, damit bist du nicht auf die Welt gekommen. Die hast du von jemandem übernommen. Das, was du übernommen hast, kannst du auch wieder abgeben, loslassen. Sagen, nein, das brauche ich jetzt nicht mehr. Es ist vielleicht noch im Moment gerade wichtig, als Erinnerung, dass ich bitteschön liebevoll mit mir selber umgehe. Dafür ist vielleicht die Stimme, die doch schon noch mal wieder auftaucht, weil irgendetwas schiefgelaufen ist, du irgendwas nicht hingekriegt hast. Und dann sagt die Stimme, ja, habe ich doch gewusst, schon wieder, oh, wababab, was auch immer deine innere Stimme sagt. Ich habe ein anderes Video gemacht aus der Praxis Mirakura, wo ich auf dieses Thema tiefer eingehe, aber natürlich können wir gerne daran gemeinsam arbeiten. Mir ist es wichtig, dass du wirklich auch liebevoll mit dir umgehst. Und deshalb biete ich so viele Dinge eben auch kostenlos an. Nicht, weil ich nicht Geld verdienen möchte, sondern weil ich glaube, dass ich dadurch noch wieder einen Menschen mehr helfen konnte, mehr Liebe in die Welt hineinzubringen. Ja, Liebe heißt für mich auch Heilung. Und du weißt, mein Hauptthema ist Heilung. Praxis Mirakura. Und Win-Win World schließt sich da an und sagt, heile die Welt. Heile die Welt, aber dadurch, dass du dich selber heilst. Und insofern könnte man sagen, okay, die Liebe hilft dir, dich selbst zu heilen und dadurch hilft die Liebe auch, die Welt zu heilen. Wie auch immer du das einschätzt und sagst, okay, das kann man so herleiten oder oh, das ist aber jetzt an den Haaren herbeigezogen. Ja, natürlich darfst du für dich deine Entscheidung treffen. Ich frage einfach nur, liebst du dich so gerade, wie du bist? Kannst du dich so annehmen, wie du bist? Oder sind da irgendwelche Stimmen, die dagegen sprechen? Dann lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese Stimmen ja immer seltener werden. Oder diese Stimmen auf einmal etwas Neues zu dir sagen. Nämlich, okay, Christoph, okay, so und so. Ja, Mensch, ist leider schief gegangen, aber toll, dass du da was gemacht hast. Einfach eine andere Botschaft. Welche Botschaft würdest
du dir wünschen? Welche Botschaft könnte dich unterstützen? Lass uns diese Botschaft finden gemeinsam. Und dann garantiere ich dir, ist es sehr einfach zu sagen, ich liebe mich. Und das nicht so unter dem Motto, ich liebe mich, ich bin der Größte. Wenn du das noch brauchst zur Abgrenzung, schau einmal, vielleicht ist es nur ein Zwischenschritt. Vielleicht merkst du, dass da eben noch irgendetwas ist in dir, was nämlich sich dahinter verbirgt. Sagt, okay, ja, ich darf liebevoll mit mir umgehen. Und dann hat auch die Welt etwas davon, weil ich dann auch anders reagiere gegenüber anderen. Ja. Nämlich wirklich aus dir heraus und nicht aufgesetzt, sondern aus dir heraus liebevoll entsprechend mit dir umgehst und dadurch liebevoll mit anderen umgehen kannst. Das würde ich mir wünschen, wenn das immer mehr Menschen machen würden. Und deshalb bin ich eben hier so aktiv und hoffe, dass du vielleicht meine Videos weiterempfiehlst, vielleicht selber ein Video dazu machst und vielleicht deine Stationen aufzeigst, dass du deutlich machst, okay, was hat das mit dir gemacht, dass du morgens früh angefangen hast, dich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich liebe dich, ich liebe mich, ich liebe mich. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du ja, die Dinge, die ich anbiete, weiterempfiehlst, das Video vielleicht teilst und ja, einfach dazu beiträgst, dass wir alle in einer liebevolleren Welt leben können. Das wäre schön. Ne? Vielleicht sagst du, es ist ein Hirngespinst, das sind Träumereien. Ja, ich meine, aus unseren Träumen entsteht die Wirklichkeit, die wir uns wünschen. Ich glaube, liebevoll miteinander umgehen ist ein Wunsch, den eigentlich doch jeder haben könnte, oder? Und wenn nicht, was hat den dazu bewegt? Was hat den Menschen dazu bewegt, dass er dazu Nein sagt? Das würde mich interessieren. Da bin ich dann jetzt wieder der Therapeut und Coach, der sagt, lass uns gucken, was da noch für Hindernisse sind. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis dann.